Santa Claus, Mama Claus und ihr Sohn Peter Claus lasen die Wunschzettel der Kinder. Noch einer für die Artigliste, murmelte Santa. Wer ist der Nächste? Michael Krausnick. Wie oft unartig? Fragte Santa. Peter zählte. 124 Mal. Und wie oft artig? 123 Mal. Alles klar, auf die Unartigliste. Ich finde das ungerecht, beschwerte sich Peter. Er war nur einmal mehr unartig als artig. Aber die Regel lautet, mehr artig als unartig Punkte, zack, du bist auf der Artigliste und bekommst einen Haufen Geschenke. Öfter unartig als artig und du kommst auf die Unartigliste und gehst leer aus. Und warum können unartige Kinder nicht auch Geschenke bekommen? Ist das den artigen Kindern gegenüber gerecht? Fragte Mama Claus. Mein Vater hat mir das so beigebracht, als er damals Weihnachtsmann war. Und sein Vater ihm. Peter setzte Michael Krausnick auf die Unartigliste. Nächster. Peter Claus, sagte Peter. Er las vor, wann er im vergangenen Jahr unartig gewesen war. Seinen Babysitter-Elfen hatte er angeschrien, weil der ihm das Fernsehen verboten hatte. Er hatte mit den Weihnachtskugeln gekegelt und keine war heil geblieben. Und so weiter und so fort. Wie oft artig? Peter zählte. 74 Mal unartig und 61 Mal artig. Ohne zu antworten, setzte er auch seinen Namen auf die Unartigliste.